Technische Berufe stehen hoch im Kurs. Viele Schulabgänger interessieren sich für eine Ausbildung zum Elektroniker, Industriemechaniker oder für einen technischen dualen Studiengang. TechTV hat das Ausbildungszentrum des Energiekonzerns E.ON in Gelsenkirchen besucht und sich bei den Auszubildenden umgeschaut. Hallo, ich bin Timo, mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik, bin im ersten Lehrjahr und hinter mir in der Werkstatt sind meine Arbeitskollegen. Dann kommt doch einfach mal mit. In der Werkstatt wollen wir von einigen Azubis wissen, wie sie denn zur Elektronikerausbildung gekommen sind. Ich habe mich bereits in der Realschule für Technik interessiert, habe da Technikunterricht gehabt und auf dem Berufskolleg habe ich dann später festgestellt, dass mir die Elektronik viel Spaß macht. Habe mich dann für das Berufsfeld des Elektronikers für Betriebstechnik entschieden. Ja, und so bin ich hier gelandet. Ja, und hier im Moment fangen wir mit den Grundlagen der Elektronik an. Einfache Schaltungen, die Gesetze der Elektronik. Also jetzt im Moment haben einige von uns halt, sind im Kurs, die sind dann in den Unterrichtsräumen. Wir sind jetzt hier im Moment in der Werkstatt und müssen dann Aufgaben erledigen, die wir dann halt vorgegeben kriegen. Andere machen Installationsschaltungen, zum Beispiel für Häuser. Kreuzschaltungen, wo man dann das Licht an unterschiedlichen Stellen ein- und ausschalten kann. Zurzeit ist das halt eben, wie man jetzt hier auch sieht, Gebäudetechnik, was wir am Üben sind. Bei dem Sicherungskasten aufsetzen und die ganzen Leitungen verlegen, wie man die einzelnen Komponenten anschließt. Und als nächstes wäre jetzt dann die Motorentechnik dran, die dann Ende des Jahres ist. Ja, die Vorteile an der Ausbildung sind, dass man nicht nur wie in kleinen Betrieben Standardsachen lernt, sondern dass man komplex alle Sachen von Anfang an bis bestimmte Bereiche wie Motorensteuerung durchlernt und dann halt auch mit Halbleitertechnik weitermacht und immer kleinere Bauteile und neuere Technik kennenlernt. Welche Anforderungen an die Azubis gestellt werden, erklärt uns jetzt der Ausbilder Dirk Lewald. Ihr wart gerade bei den Elektronikern gewesen. Wir bilden aber hier am Standort auch Industriemechaniker aus. Und insgesamt haben wir am Standort hier 180 Auszubildende, die wir ausbilden, nicht nur für uns, auch für Kooperationspartner. Und jedes Jahr haben wir ungefähr 700 Bewerbungen auf 24 Plätze. Das ist natürlich eine ganze Menge. Da stellen wir auch einige Anforderungen, unter anderem das technische Verständnis, was natürlich selbstverständlich ist am technischen Beruf, aber auch das handwerkliche Geschick, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist. Aber neben den fachlichen Kompetenzen ist es natürlich auch wichtig, im Team zu arbeiten. Denn schon im ersten Ausbildungsjahr und im zweiten Ausbildungsjahr müssen die Auszubildenden zusammen im Team Projekte erarbeiten, aber auch später in den Fachabteilungen zusammen mit den Meistern vor Ort eben Projekte bewältigen. Von daher gesehen Fachkompetenz, Teamkompetenz sehr, sehr wichtig. Und weiter geht's zu den Industriemechanikern. Also ich mache meine Ausbildung zum Industriemechaniker, weil ich schon früher mein Praktikum bei einer Firma gemacht habe, wo auch handwerkliches Geschick gebraucht wurde. Ich das eigentlich sehr interessant fand und deswegen eine Ausbildung als Industriemechaniker angefangen habe. Ja, wir drehen, wir fräsen, angefangen aber mit dem Feilen, also mit den grundlegenden Dingen. Biegen gehört dazu, unter anderem das Schweißen, Löten, ja, das sind so die grundlegenden Sachen. Hier gibt's nicht nur Auszubildende, sondern auch Studenten. Warum sind sie nicht an der Hochschule? Es sieht so aus, als würden wir eine ganz normale Ausbildung machen, aber wir beide machen eine duale Ausbildung. Das bedeutet, dass wir nebenbei noch studieren. Das machen wir zweimal die Woche und drei Tage lang sind wir im Betrieb und machen eine normale Ausbildung. Und das ist aber nur im ersten zwei Jahre, danach sind wir Vollzeitstudierende. Und warum ich mich für duales Studium entschieden habe, weil es dann die beste Kombination, um das theoretisch Erlernte mit dem Praktischen zu kombinieren. Und dann Elektrotechnik genau, weil ich dann viel Spaß an Mathematik und an Physik habe. Also ich studiere Maschinenbau, dual halt, parallel eine Ausbildung zum Studium hier als Industriemechaniker. Und ich habe mich entschieden, weil ich schon immer technisch interessiert war, dann auch schon auf einem Berufskolleg mit Fachrichtung Maschinenbau war und dann habe ich mich hierfür entschieden. Man muss natürlich technisches Verständnis mitbringen. Ein bisschen Mathekenntnisse und Physikkenntnisse sind auch sehr wichtig. Und vor allem, dass man Spaß an dem Beruf hat. Ja, natürlich erstmal, dass ich hier die Ausbildung schaffe und dann auch meinen Bachelor in der Tasche habe. Und dann, wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht kann ich hier dann beschäftigt bleiben, wenn alles gut läuft. Oder ich mache halt den Master weiter, wenn das klappt. Wenn ihr euch auch für eine technische Ausbildung oder ein duales Studium interessiert, dann findet ihr jede Menge Informationen auf www.techtv.de.